Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida. Wir sind wieder zurück in L.A. Noir. Wir machen gerade den Lippenstiftkiller, so heißt dieser Fall, weil auf der Leiche der toten Frau mit Lippenstift was geschrieben stand. Fuck you, BD stand da. Und wir sind jetzt gerade dabei, wir wollen das Ehemann. Wir kommen dahin, ey. Wir wollen den Ehemann der ermordeten Frau befragen. Der hat hier ein Apartment gemietet. Wir leben getrennt. Hey! Rennen die mir da direkt davor, ey. Ich hab keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ach, Mann, ey. Ist ein Mist. Guck mal, wir drehen mal um. Und fragen meinen Kollegen, vielleicht kann er mir... Turn left, here. Genau, Bescheid sagen. Was heißt links da wegen hier? Oh! So wait for the next turning and go right. Rechts! Nee, sorry, das mach ich nicht. Hier geht's nicht mehr rechts. Na gut. Ein bisschen auf diese andere Straße. Okay, fahren wir mal diese. Ja, so. Wir fahren mal hier diesen komischen Bogen entlang. Das ist ein Umweg, ey. So. Komische Straßenführung ist es hier wirklich. So, jetzt hier wieder links. Dann rechts. Mein Gott. Tausendmal im Kreis gefahren irgendwie. Hier müsste das jetzt irgendwo sein. Ah. Aha! Okay, Phil, we go in hard. Follow my lead. Interessant. Sieht nett aus irgendwie. Sieht echt nett aus. Hier diese Apartment, dieses Mietdings da, Mietkomplex. Gleich wieder Waffe. Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics oh my for RKO, God. Pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. She's... We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. Ich glaube, der ist es nicht. Ist doch derjenige viel, weiß ich, Verdächtiger, der mit ihr zusammen die Bar verlassen hat, oder? Oh Gott, Alkoholismus. I doubt it. Also sie hat ja Probleme gehabt damit, vielleicht wollte er ihr helfen, clean zu werden. Also der ist gerade erst eingezogen hier. Frisch getrennt. You think the atmosphere is thick in here? Wait till you try the gas chamber. Gaskammer. Oh. Was zur Hölle? Wieso zur Hölle sollte ich hier? Wieso sollte ich hier da was draufmalen? Thanks for the offer. Etwas wegen meiner Frau unternehmen? The oldest problem there is. What to do about the old lady? Mordandrohungsnotiz. Aber das hat er doch selber geschrieben, oder? Wegen meiner Frau. Sie müssen etwas wegen meiner Frau unternehmen. Da ist irgendwas. Muss ich hier rausgehen? Ne, da kommen wir rein. Da sind wir reingekommen. Da ist das gleiche Waschmittel, oder? Achso, das bezieht sich auf das da. Okay, na gut, gehen wir mal wieder hier rein. Koffer packen. Size 11s. Das ist er nicht. Wir suchen jemanden mit Größe 41. Ja, das hat er schon. Gut, also das ist nicht derjenige, der am Tatort war. Das war er nicht. Hier geht's aber nicht weiter. Okay, na gut. Noch fühle ich diesen Fall irgendwie noch. Oh. Baseballschläger. This is a movie. Aha, der liegt doch einfach so. Na gut, okay.
Gut, ich würde sagen, wir unterhalten uns mal mit dem. Bewegung des Opfers, letzter Kontakt mit Opfer, Mordmotiv. Ich frage ihn mal, ob er, wann er zuletzt Kontakt mit ihr hatte. Also sie wurde ja zuletzt gesehen von der Nachbarin. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Das deckt sich mit dem, was die Nachbarin gesagt hat. Allerdings hat er so ein bisschen verschwiegen, dass er sie verprügelt hat und dass sie besoffen war und so weiter. Ich denke, das passt. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Das habe ich richtig gemacht! Richtig gemacht! Wahnsinn! Okay, begeistern. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jackie? A bar, I suppose. Look, I don't know. Das passt, weil er ist gegangen, dann hat sie anscheinend lange, lange Musik gehört und hat gerufen und geschrien oder irgendwie sowas und dann ist sie zur Bar gegangen. Also wieso sollte sie ihm erzählen, wo sie hingeht, wenn sie es wahrscheinlich selbst noch nicht wusste, wo sie hingeht? Ich glaube das auch. We know that she drinks, Jacob. Drunks have regular haunts, places they feel relaxed. Celine did most of her drinking at home. She didn't have many friends left. Not many alcoholics do. Not real friends, anyway. War falsch. Mist. Okay, wir fragen ihn mal, ob er ein Alibi hat. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. I'm not the going out type. Oh, das glaube ich ihm. Also er hat kein Alibi, weil er hier alleine hergekommen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, er guckt so ein bisschen hin und her, ich weiß es nicht. Soll ich mal anzweifeln? So you were here, tucked up in bed, while someone was out there beating your wife's brains out. That's all you've got? Talk to the bartender at the Bomba Club. He'll tell you, he called here last night, and I answered the phone. Aha, er hat also doch ein Alibi. Okay, wir haben zwei schon falsch gemacht. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Jetzt macht er irgendwas. Er hat sich niemals aufgegeben, aber er ist trotzdem ausgezogen. Also irgendwie passt da was nicht, oder? Wir können ihm das da an die Nase hängen hier, Eheprobleme. Achso doch, hier, das da, Abdruck einer Nachricht. Ich glaube, damit können wir ihn konfrontieren. Achso, das war der Abdruck einer Nachricht, geschrieben von Jacob Henry bezüglich seiner Frau Celine. Ach, das war der Abdruck. Ich dachte, okay, er hat also das geschrieben, hat den Zettel weggerissen, jemand anders gegeben und wir sind drüber gefahren, um zu gucken, ob jemand das geschrieben hat. Interessant. Lüge! Infame Lüge! I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? Yeah. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. We're still going to need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Das hat er recht. Das hat er auch richtig verdient, ey. Hat er nochmal
Ah! You're awful hot under the collar for an innocent man, Mr. Henry. What's this bunker? Ah! Hau rein! Was machst du denn? Hau, schlag ihn doch! Verdammt nochmal! Schlag ihn nochmal! Ach! Fuck, ey, ist ein Mist. Was macht er da? Komm schon! Oh Gott, verdammt nochmal! Komm! Ich hab überhaupt keine Gelegenheit, mich zu wehren hier irgendwie. So ein Scheiß, ey. Ja, komm, geh mal weg. Ach, komm schon, lass dich doch mal. Ah, auf seinem Boden, ey. Okay, nochmal neu. Ist ein Mist, ey. Na gut, ich werde das jetzt überspringen. Ich hab das gerade mehrmals noch nachgeschaut in der Steuerung. Mit linker Maustaste angreifen, mit rechter Maustaste zuvor erstmal die Fäuste heben, mit Leertaste einfach ausweichen. Ich habe es gerade nicht hinbekommen. Ich habe nicht einen Schlag, glaube ich, gelandet, weil der hat einfach nicht geschlagen. Er ist auch nicht wirklich ausgewichen. Also keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich zu doof dafür. Ist mir egal. Ich habe jetzt keine Lust, das auf fünfmal zu probieren. Ich überspringe das jetzt und dann ist gut. Bin sauer auf sowas. Komm, los! Okay. So geht's einfach. So geht's doch einfach, echt. So, danke. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Gut, also das macht ihn nicht unbedingt weniger verdächtig, dass der jetzt hier auf uns losgegangen ist. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Was wollt ihr wissen? Carruthers. Die Schuhgröße. It's Phelps. Oder nee. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt? No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Okay, interessant. Any word on an owner for that vehicle? License was 2.8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Okay, that's... this is... Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Okay. Zurück. Der Mendez ist der, also mit dem die Celine Henry die Bar verlassen hat. Zuletzt. Also der wurde anscheinend zuletzt mit ihr gesehen. Was machen wir jetzt? Uff. Also ich will kurz gucken, was er jetzt noch Neues eingetragen hat. Nicht, dass wir irgendwas verpasst haben hier. Okay, der ist ja noch einiges befragen. Das hätten wir auch gerade schon machen können, aber gut. Alonso Mendez. Genau, der wurde gesehen, der ist verdächtig. McCall ist der Besitzer der Bar. Genau, den haben wir schon befragt. Okay, was haben wir jetzt? Orte. Okay, zwei Orte. Zentralrevier, um die alle zu befragen, oder zum Mendez. Wir gehen erst zum Revier, damit wir die befragen können. Und danach zu Mendez. Du warte, Güte. Was sind denn hier? Was sind die hier drauf, ey? Gut, schauen wir mal her. Da unten, hier haben wir was. Mendez Apartment. Das liegt natürlich auf dem Weg. Das würde eigentlich auf dem Weg liegen. Machen wir das mal hier hin. Das liegt auf dem Weg. Ich hoffe nur, dass da jetzt nicht irgendwas ist und wir irgendwas überspringen damit. Alonso Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near. You've got a daughter. Been enough time drinking, Cole. You'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. Beste Voraussetzung für Polizisten. Brother said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation.
Scheiße, sorry. Give me a break. Oh, verdammt nochmal. Ich habe gerade gelesen, was sie geschrieben haben. So ein Scheiß, ey. Oder auf die Miniwelt geschaut, oder beides. Ich weiß nicht, dass die Neanderthal-Routine ein großer Hit mit den Ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. Boah, ey. Gut, da sind wir. Mendes. Da muss er hin. Mal gucken, was wir da erfahren. Okay. Mendes, Apartment 16. Mendes, Apartment 16. Gut. Vierter Stock. Here, the apartment's up on the top floor. Gottes Willen, ey. Das ist der ganze Weg da hoch laufen, oder was? Hat bestimmt noch einen Aufzug gegeben. Jetzt sind wir im dritten Stock gleich. Nee, das ist der oberste. Okay, na gut, dann muss er hier wohl richtig sein. Achso, wahrscheinlich hat das Erdgeschoss auch gezählt. Don't bother knocking, just kick the door in. Okay. Take a look around and see what you can find. Keiner da. Hier sieht's auch so ein bisschen unaufgeräumt aus. Noch ein Schlüssel. Hat nix. Tut nix da. So. Was ist denn mal alles weiß, hey? Was haben wir da? Everything here is going to be relevant. Eierkarton, echt jetzt? It would take a smarter man than me to connect that. This doesn't pertain to the case. Ach ja, da, ach. Und was war eh? Stopp, stopp. Don't think this is anything. Junge, Junge. Schlafzimmer? Bis jetzt haben wir noch nichts gefunden. Blutige Klamotten. Und eine Brechstange. Also ich würde sagen, wir haben den Kollegen. Consistent with Celine's injuries and the blood can be typed. Da ist der Lippenstift. Ich glaub's ja nicht. Ist alles da? Wie doof muss es sein, diese Mordsachen dann hier liegen zu lassen? Brothers could match the color and brand of the body. Ja. 100%, ich habe den jetzt gefunden. Aber es fehlt noch ein Motiv. You have the murder weapon. Better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars, you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey! What gives? LAPD, you're under arrest. Ugh. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Mendes, stop right there. Vielleicht war es auch nicht, das wurde ihm reingelegt. Bei dem anderen ist er auch eingebrochen worden. Irgendwie bei dem John, wie heißt er, bei dem Jacob da. Da sollten wir uns nicht sehr drauf verlassen, vielleicht. Nur weil bei denen die Sachen gefunden wurden, ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach. You don't need to do this, Alonzo. Uff. Autsch. Die armen Finger, ey. Get in and drive. Ach du Scheiße. Krass, ey. Wo ist er jetzt hin? Ach du Scheiße. Oh! Scheiße, ich bin falsch gefahren. Ah, da vorne passt es wieder. Wo ist er? Ah! Ah, wo ist er hin? Fuck, wo ist er hin? Da rein.
Scheiße, ich verliere ihn, Geh weg. Keine Zeit, Da hoch. I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle and I'll stop this son of a bitch. Was? Wohin? Gescheitert, das kommt noch. Scheiße. Okay, na gut. Was hat er gesagt? Er fährt zu Fenster oder was? Ich hab's nicht mitbekommen. Unfassbar, ey. Tja. Damn it, get after him, Cole. Ja, jetzt ist es ein bisschen einfacher. Was hab ich direkt vor mir? Hit him, Cole. Spin him out. Also irgendwie kriegt er die Kurve aber leichter als ich. Komm schon, Der kriegt die deutlich leichter als ich. Mein Gott, ich glaube, der kann besser fahren als ich. Was schießt er? Clean this asshole off the road. Ja, will ich ja. Keep it steady and I'll try to bust his tire. Mein Gott. Ja, der ist leider immer ein bisschen voraus. Wir haben ihn erwischt. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Give it up, LAPD. Oh, wir haben es geschafft. Spannend, ist das. Aber dass es wirklich so einfach ist, dass der das war, ich finde, das passt doch nicht so ganz zusammen. Vielleicht, na gut, vielleicht hat er einfach nur ein zufälliges Opfer gehabt. Aber trotzdem. Der John wollte ja, also der Jacob, ihr Ehemann. Der Jacob wollte sie ja tot haben, also. Na gut, wir werden sehen. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect. And the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Ah, er kriegt nichts ab. Okay. Wieso kriegt er nichts ab? Aber trotzdem, hä? Das war jetzt. Schade, wären wir doch bloß zuerst zum Revier gefahren. Ich hätte gerne diesen Typ noch befragt. Ja, naja, na gut, abgeschlossen. Der Verdächtige ist gefasst, auch wenn du Jacob in einer Zelle der Central Division hast schwitzen lassen. Ja, das weiß ich, aber das lag halt auf dem Weg. Ich meine, das wird doch jeder machen, oder? Dass wir erst. Na gut, es hieß, kommt zuerst zum Revier. Ja, weiß auch nicht. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir hören an dieser Stelle auf. Bevor wir den nächsten Fall angehen. Und nächstes Mal geht's dann weiter. Ich weiß nicht, vielleicht kommt ja irgendwann noch irgendwas, irgendeine Geschichte, eine Hintergrundgeschichte oder sowas. Ansonsten arbeiten wir uns einfach durch die Polizei durch und gucken, wohin wir kommen. Also den Fall fand ich jetzt wieder ein bisschen interessanter. Oder vor allem, ich kam besser damit zurecht. Ich war die ganze Zeit voll mit dabei. Ich hätte mir doch gewünscht, dass da noch ein bisschen weitergegangen wäre oder wir wirklich daraus aufgedeckt hätten. Weil hier einfach eine Kiste mit der Mordwaffe zu finden und den dann einbuchten, ist ja schon ein bisschen einfach, oder? Na gut, ich würde sagen, macht's gut, bis dann, eure Lucina, tschüss.